Willkommen zurück zu Just Cause 2. Part Matthias. Ja, ich habe gerade das Spiel an. Und wir unten gelandet. Zum Glück, denn ich habe gerade noch ein. Okay, jetzt kommt uns mein Name. Links, gleich oben. So. Und hier noch ein Fuss. Mit der Ampelzeit. Sieht nicht so aus, dann sehen wir uns gleich wieder um. Bis dann. So, weiter geht's. Ja, wir klettern jetzt weiter hoch. Und mal auf den Boden verlassen. Feind geortet! Angriff! Angriff! Gut, dann was von neun Rang. Und ich bringe es auch mit. Zwei, drei, vier. Probieren wir es nochmal neu. Okay, dann nur oben. Eins, zwei, vier, drei. Das ist offenbar mein Pet, der ist wohl nicht angenommen. Gut. Oben auf dem Dach ist auch was. Hopp. Maus. Wir haben hier was! Schickt Verstärkung! Ups. Nee, da war nichts. Nein, nein, da war. Guck mal da hoch. Ich war frei. Auf gut Glück. Ja,
haben wir doch was. Da, dann auch von da durch. So, 88%. Wenn es 100% werden, weiß ich nicht, das sehen wir dann. Sie kommt wie gerufen. Kasse nochmal eins. Jetzt noch was machen. Seine MP, die nimmt er nur. Aufgehen. Bin ich schneller auf, ne? Ja, keine. So, rein mal. Dicht. Okay, jetzt bekomme ich nichts. Also. 2, 3, 1, 4. Wir haben Sichtkontakt. Er bitte. Sie werden Blaine töten. Schnell, mach den Helikopter platt, Rico. Wo ist der? Darf ich mir das ausleihen?
sein. Und das und... Du musst in die Überführung. Rette Blaine. Was? Eins? Wer zum Teufel bist du denn? Die Agentur schickt mich. Sind sie Carl Blaine? Ich wünschte, ich wär's nicht. Ihr habt euch ja ganz schön Zeit gelassen nach allem, was ich für die Agentur getan habe. Ich bin nicht hier, um Ihnen zu helfen. Es sei denn, Sie sagen mir, wo ich Tom Sheldon finde. Was? Ich dachte, der gehört zu euch. Oh, früher mal. Inzwischen ist er unser Primärziel. Die Welt der internationalen Spionage ist kein Zuckerschlecken, Mann. Und Sie wissen, wo ich ihn finde? Klar. Gut. Jetzt halten Sie sich fest! Was treibst du denn, Spinner? Das ist immer noch sehr asynchron. Naja. Ich kann da nichts gegen machen. Und vielleicht kann man noch irgendwas machen bei Obis. Mal sehen. Up, up and away! My wonderful balloon! Oh! Was bist du denn für ein krankes Arschloch? Egal, ich bin Carl Blaine, besoffen und liederlich. Los, stecke mein Auto hier. Wir fahren zu meiner Bude. Oh, mein schönes Auto im Graben. Was? Sieht nicht schlecht aus, das Auto. Ich liebe diesen Schlitten, Mann. Würde ihn nie hergeben. Sieht schick aus hier. Irgendwelche Munition. Oh, hier wäre nicht schlecht. Wundervolle Arten. Die müssen wir jetzt bei... Wow. Das sieht cool aus. Gut. Wir müssen diesen Traktor hier mit dem Auto verbinden. Schau doch mal, ob wir noch Zeit dafür haben. Danach kommt nämlich ein Verfolgungsjagd. Wenn wir noch Zeit dafür haben, nehme ich die gerade auf. Also, bis gleich. Wir haben noch Zeit, also. Verfolgen. So müssen wir es später auch versuchen. Rauf aufs Dach, Mann! Von da oben kämpft es sich besser, also mach schon! Die Regierungstruppen sind hinter uns her! Beeilen wir uns! Delle hat mich wohl gemacht. Egal. Verdammter Wichser! Habe Sichtkontakt zu den Flüchtigen aus Panau Falls! Verfolgung läuft! Also komm.
Pass auf, da kommen sie ja schon! Haltet ihn auf! Ich sehe das Ziel! Sie hat noch mehr Soldaten geschickt, Mann! Okay, ich nehme eine Abkürzung. Halt dich fest! Vom Paradies entfernt. Oh, das sind sie immer noch. Es sei denn, sie bringen mich zur Schelle.
Entspann dich, Kumpel. Wir finden ihn schon. Keine Sorge. Also, wo steckt er? Soweit ich weiß, ist er oben im Dschungel. Spielt neuerdings den Rebellen. Kämpft für die Regierung, dann gegen die Regierung. Ha, Gerüchte gibt's jede Menge. Dann bringen Sie mich zu diesen Rebellen. Das ist nicht so einfach. Soll ich Sie diesen Hunden zum Fraß vorwerfen? Aber es ist nicht unmöglich. Auf der Insel gibt es drei wichtige Banden. Wenn du mit allen gut Freund bist, führen sie dich garantiert zu Sheldon. Gib mir mal dein PDA. Er wirft seine Flasche weg. Sie wollen meinen PDA? Ich will nur ein paar Informationen über die Banden runterladen. Na gut. Aber wenn sie mich verarschen, bringe ich sie um. Das ist schon eine coole Socke, unser Rico. Ja, ist schon schön. Wow, dieser PDA ist ein echt heißes Teil. Hey, wo wollen Sie hin? Ich lade die Positionen und Kontakte runter, von denen ich dir erzählt habe. So kommst du nah an diese Typen ran. Ich meine, ganz nah. Ich kann denen doch nicht einfach sagen, hey, ich bin kriminell und würde gerne für euch arbeiten. Genau. Deshalb werde ich allen Gaunern auf dieser Insel erzählen, dass ein internationaler Söldner auf Panau ist. Scorpio. Gute Leute sind immer gefragt. Okay. Und wo kriege ich Waffen und Fahrzeuge? Ich stelle dich einem Schwarzhändler vor, den ich kenne. Hier, mit diesem Signalfeuer kannst du ihn kontaktieren. Wenn diese Nummer schief geht, glauben Sie mir mal, dann mache ich Sie fertig. Schwein, die Agenturmission freigeschaltet. Bitte vermarkten. Ohne. Sturmfallschirm. Sturmfallschirm. Armfallschirm. Oh. Jägerfallschirm. Ah. Ein Chaosfallschirm. Ganz viele Fallschirme. Aufhängerfallschirm auch noch. Mit einem Melder. Akkus MZ260. X und Tuk Tuk Bum Bum. Ah, oh, geil, ist geil. Chef war die Eisbrecher. Deshalb so viele es sind deshalb so viele Fallschirme, weil es eine Aktion von Steam war. Und Computerspiele. Und da gab es ja diese ganzen PCs mit den vielen Fallschirmen. Aktivitäten. Sie können mit Ihrem PDA sämtliche Aktivitäten auf der Insel ausfindig machen. Diese werden durch Symbole auf der Karte dargestellt, wenn sie freigeschaltet werden. Die Datenbank in Ihrem PDA enthält
viele Informationen über ihre Mission auf Panao und den zur Verfügung stehenden Taktiken. Außerdem werden verschiedene Statistiken der Datenbank aufgezeichnet. Enter. So. Ort ist in Stadt. Wir werden Punkte sind unentdeckte Ansiedlungen. Dann gucken wir mal demnächst, was wir machen können. Vielleicht die Stadt da erobern. Mal sehen. Ja, was mit Enter? Oh, gut. Ich soll dir was von Carl Blaine ausrichten. Scorpio, richtig? Okay. Ich bin der Sloth Demon. Wenn du schweres Gerät oder ein Taxi brauchst, bin ich dein Mann. Kannst mich mit den Signalfeuern von Blaine jederzeit kontaktieren. Wussten Sie Signal? Wenn Sie mit 4 ein Signal frei aus, dann drücken Sie eher, um den Schwarzhändler zu rufen. Ja, so ein Geräusch wird der gute, ja. Da ist etwas, was wir dringend brauchen. Wird Zeit, dass ich mir bei den Banden ein paar neue beste Freunde suche. Okay. Allerdings vielleicht erst im nächsten Part, Rico. Also, bis dann. Tschüss. Panaos. Sie tragen wirklich schöne italienische Anzüge, während sie dir die Kehle aufschlitzen. Die Reapers versuchen irgendwie, in Che Guevaras Fußstapfen zu treten. Ihnen geht es um das Land und das Volk. Hauptsache, beides gehört ihnen. Und dann gibt's da noch die Ula Boys. Sie sind eine irre Dschungelbande, die aus der Insel ein Naturparadies machen wollen. Das heißt, ausländische Waren oder ausländische Popmusik. Verräter, schneiden Sie mit Ihren Mandaus in Stücke. Hier ist Radio Panao, die Stimme der Wahrheit. Also hören Sie zu. Die Regierung von Panao hat heute die Schließung des Panao Falls Casinos angeordnet. Im Rahmen der darauffolgenden Unruhen war die panauische Armee gezwungen, gegen kriminelle Elemente aus dem Ausland vorzugehen, die Panau unterwandert und mit automatischen Waffen und Sprengsätzen mehrere Vertreter der Polizei attackiert hatten. Ein berüchtigter Killer mit Verbindungen zu kriminellen Organisationen in aller Welt soll erhebliche Schäden verursacht haben, bevor er mit einem der festgesetzten Ausländer entkam. Die Polizei hat eine Warnung an alle Bürger im Umfeld des Panao Falls Casinos ausgegeben und diese um sachdienliche Hinweise gebeten. So, darf ich jetzt den Part beenden? Danke.